In diesem Video gucken wir uns die drei besten Hula-Hoop-Reifen für Anfänger an. Alle Hula-Hoop-Reifen sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Gerade als Anfänger ist es wichtig, dass du einen Reifen benutzt, der es dir zunächst besonders einfach macht, die eigentliche Hula-Hoop-Bewegung zu üben. Gerade am Anfang musst du Hula-Hoop erstmal lernen. Hula-Hoop ist zwar eine ganz natürliche Bewegung, die jeder Mensch eigentlich rein intuitiv richtig ausführen kann. Jedoch ist bei den meisten Erwachsenen diese Bewegung abhanden gekommen oder zumindest etwas eingerostet. In diesem Video findest du genau den richtigen Hula-Hoop-Reifen für dich als Anfänger. Und nun viel Spaß mit diesem Video. Dieser Reifen hat für Anfänger die richtige Größe wie auch das richtige Gewicht. Durch einen weichen Schaumstoffüberzug wird das Verletzungsrisiko minimiert. Dieser Reifen ist der günstigste im Vergleich. Die etwas günstigere Verarbeitung merkt man ihm etwas an, und zwar wirkt er beim Training etwas instabil. Aber dennoch ist ein tägliches Workout mit ihm ganz normal möglich. Trotz des Schaumstoffüberzuges empfehle ich auch hier jedem Anfänger einen Bauchgürtel zum Schutz, damit sich niemand über blaue Flecken ärgern muss. Hoppomania liefert auch den passenden Bauchgürtel zum Schutz dazu. Er liegt enger am Körper und hält gut die Form. Außerdem liegt er angenehm auf der Haut, wodurch er sich sehr bequem anfühlt. Bauchgürtel schützen die Haut während des Trainings und fördern das Schwitzen. Hierdurch wird die Fettverbrennung zusätzlich angeregt und Giftstoffe werden über die Haut ausgeschieden. Der Gürtel lässt sich nach dem Training gut und leicht reinigen. Am Ende gesagt ist dieser Bauchgürtel sehr gut zum Schutz für Anfänger geeignet und mit seinem günstigen Preis genau das Richtige für jeden, der mit dem Hula-Hoop-Training beginnen will.